Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Von Raben hatte die letzte Folge nicht viel. Davon allerdings von Drachen, denn einen haben wir besiegt. Der zweite, um genau zu sein, wo der dritte ist, wissen wir auch schon. Den haben wir zwar noch nicht gesehen, aber wir haben den Ort gesehen, wo er ist. Und jetzt müssen wir normalerweise erstmal zurück zur Burg und das Auge Innos wieder aufladen, denn sonst funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt allerdings hier runtergehe, dann sind da unten noch so ein paar Feinde, ein paar von diesen Echsenmenschen, und die würde ich ganz gerne erledigen, denn die bringen Erfahrungspunkte. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob wir die schaffen, denn die sind zahlreich. Ich probiere es einfach mal. Ziehe jetzt mal mein Schwert. So, warte mal. Irgendwo hier sind die. Da sind zwei Stück. Ich weiß nicht, ob es bei den beiden bleibt oder ob da noch einer dazukommt. Ich probier's mal. So, kommt er. Kommt drei Stück. Scheiße. Das war aber in letzter Sekunde, ey. Schaut euch mal die Lebensanzeige an, ey. Puh, drei Stück. Okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, werde ich mir nochmal einen Heiltrank gönnen. Nehmen wir so einen guten. Vielleicht auch zwei oder drei. Ihr wisst ja, gute Freunde, gibt mir auch gerne zwei oder drei. Hier noch einen mittleren. So, vielleicht hätte ich mir das auch sparen sollen, ich kleiner Idiot. Denn wir hätten uns ja sowieso heilen können, wenn wir zurück in die Burg porten und uns da ins Bett legen. Aber gut, wer weiß, was bis dahin noch passiert. Und was es hier noch gibt. Aber es gibt hier gar nicht mehr so viel, ne? Hier gibt es noch einen Eintopf. Können wir aber nicht anfassen, können wir nicht nehmen. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Na super. Naja gut, wir haben zumindest mal die Erfahrungspunkte bekommen. Ist ja auch schon mal eine schöne Sache. So, da geht's aber noch weiter. Oh, da ist jemand. Da ist so ein Golem oder sowas. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Ich werde mal schnell speichern. So, und dann hauen wir den Golem mal eins auf die Mütze. Na komm, mein Freund. Tja, so gut war der gar nicht. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da hinten gibt es noch was zu holen, und zwar eine Kiste, für die uns wahrscheinlich wieder die Dietriche fehlen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ich brauche ein paar Dietriche. Verdammt nochmal, ey. Ich brauche unbedingt Dietriche. Gut, wollen wir zurück porten oder soll ich zurücklaufen? Ich glaube, wir porten zurück. Hier draußen steht auch noch eine Kiste, aber auch die können wir nicht öffnen, weil uns auch da die Dietriche fehlen. Okay, dann würde ich fast vorschlagen, wir porten zurück zur Burg. Wir machen mal eine gemütliche Folge nach den anstrengenden Kämpfen oder nach dem anstrengenden Kampf in der letzten Folge. Eigentlich schon in den letzten beiden Folgen, denn in der vorletzten Folge habe ich es ja nicht geschafft, den Drachen zu besiegen. Das habe ich ja erst in der letzten Folge geschafft. So, zum Kloster, zur Burg Nummer 9. Ab geht's. Und damit sind wir wieder zurück in der Heimat, sozusagen. Gut. Hier gibt es jetzt mehrere Sachen zu erledigen. Und zwar will ich mich zum einen neu ausrüsten. Ihr habt mir sehr, sehr viele Tipps gegeben, wie man Drachen besiegt. Und ihr habt auch geschrieben, mit was für Zaubersprüchen man die am besten besiegen kann. Problem ist natürlich, dass ich die Zaubersprüche erstmal brauche. Und das heißt, ich klappe auch mal die Händler ab, ob wir hier was Brauchbares bekommen. Tandor, wer bist du nochmal? Zeig mir deine Ware, genau. Zeig mir deine Ware. So, der hat Waffen. Das ist wahrscheinlich irgend so ein Blunder, was ich ihm mal verkauft habe. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Boah, sie ist ja ganz neu. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben. So, ja, das war eine ganz tolle Neuigkeit. Was gibt es denn eigentlich hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, die Frage ist, wer hat den Schlüssel? Muss da irgendjemand umhacken? Nichts leichter als das. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt zum, wie heißt der? Kommandant Garond, glaube ich, ne? Komm, wir machen das als erstes Mal. Und dann klappern wir die Geschäfte ab. Auf der Suche nach nützlichen Gegenständen. Ah, hier geht's hoch. Natürlich laufe ich wieder falsch, das war ja klar. Mein lieber Kommandant, ich bringe frohe Kunde. Ihr
Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache an der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Niemand darf. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, das Auge Innos wieder aufzuladen. Haben die was Neues? Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Ja, nicht so gesprächig heute. Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Okay, gibt nichts Neues. Wir sollen jetzt einfach nur die Drachen besiegen, einen nach dem anderen. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo so ein Alchemietisch ist. Und zwar, ich glaube, da ist da einer, wo wir gerade aufgewacht sind, nachdem wir den Porter benutzt haben. Also im Nachbarhaus hier. Werden wir das erstmal als erstes machen, bevor ich es vergesse. Und dann stehen wir vorm Drachen und dann können wir nochmal zurück in die Burg porten, weil der Kryo wieder nicht dran gedacht hat. So, ist der unten oder ist der oben? So, das Auge Innos wieder aufladen. Das Auge Innos pulsiert voller Energie. Was haben wir denn noch hier überhaupt? Mannertränke, Heiltränke brauen. Heiltränke brauche ich immer, ne? Essenz der Heilung. Oh, so können wir uns Tränke herstellen. Wieso kann ich nicht gleich 100 Stück herstellen? Das wäre natürlich noch viel besser. Alter Schwede. Und das soll ich jetzt 150 Mal machen. Ich schaue mal gerade mal an, was ist denn das Essenz der Heilung? Das ist wahrscheinlich der ganz kleine, nehme ich mal an, ne? Essenz der Heilung, ja, Lebensenergie Bonus 50. Wäre natürlich der hier besser. Der hat immerhin 100 Elixier der Heilung. Aber dafür langen unsere Fähigkeiten nicht. Gut, ist auch egal. Wir lassen es jetzt erstmal. Ich habe ja momentan noch genug einstecken. Ah, die Truhe haben wir schon geplündert. Das Auge Innos ist voll. Das heißt, ich suche jetzt noch ein paar Händler ab. Und jetzt regnet es hier auch schon wieder. Es ist unglaublich. Ich habe gerade Ultima Ascension gespielt. Die Folge Ultima Ascension werdet ihr erst in ein paar Tagen sehen. Weil andere Folgen vorher dran sind. Aber da hat es auch die ganze Zeit gepisst. Ich hasse es, wenn es die ganze Zeit regnet. Jan. Was ist in der Burg alles passiert? Wegen der Drachen. Ich habe einige Drachen getötet. Das ist ja toll. Interessiert mich aber nicht sonderlich, wenn ich ehrlich bin. Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Eine Sache jedoch könnte mich schon interessieren. Wenn du mir Drachenblut besorgen könntest, würde ich einen hohen Preis dafür zahlen. Ja, ich habe Drachenblut an meinen Händen. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Verkauf mir alles, was du hast. So, ich habe ja nur eine Piole, ne? Oder alles? Ich weiß nicht, brauchen wir das noch für irgendwas? Komm, ich verkaufe jetzt erstmal alles. 200 Gold erhalten, Drachenblut gegeben. Sehr schön. Waffen brauche ich keine. Ich brauche Heiltränke und Zaubertränke. Ich glaube, hier vorne ist noch irgendwo ein Händler. Der hier, der verkauft, glaube ich, auch Sachen. Engor. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Der hat tatsächlich keine Heiltränke mehr. Die habe ich schon abgekauft. So, der hat Feuerpfeil. Kleiner Feuersturm, Eispfeil. Moment. Golem erwecken, Dämonen beschwören. Das kaufen wir. Den Golem holen wir auch mal. Da holen wir sogar zwei Stück. Landkarte Minental. Auch die kaufe ich mal. Großer Feuersturm, nehmen wir auch mal mit. Mittlere Wunden heilen. Das ist so gut wie Heiltränke, nehmen wir auch mit. Und dann sind wir wenigstens mal wieder ein bisschen geldlos geworden. Und wir haben einen Dämon beschwören. Das ist natürlich eine geile Sache. Damit können wir nämlich auf jeden Fall einen Drachen besiegen. So, aber es fehlt noch was. Ich habe schon wieder was vergessen. Die Frage ist, ich glaube, das hat er nicht gehabt. Ich muss noch mal gerade gucken. Wir brauchen nämlich noch Dietriche, bevor wir uns jetzt wieder auf die Jagd machen können. Hey, you. Zeig mir nochmal deinen Bestand, mein Freund. Zeig mir deine Ware. So, der hat nämlich Dietriche, oder? Nee, hat er nicht. Doch, 24. Die kaufen wir mal alle ab.
Rohstahl, Kohle, Pech, Gletscherquarz. Nee, brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir erstmal wieder 24 Dietriche. So ein paar mehr könnten allerdings nicht schaden. Ich schaue nochmal bei den anderen. Ich weiß nicht, ob Schmied unbedingt Dietriche dabei hat. Aber das war doch auch ein Händler hier, oder? Tandor. Zeig mir deine Ware, Alter. Zeig mir deine Ware. So, da gucken wir mal. Die Dietriche sind immer weiter unten angeordnet. Hat er aber nicht, ne? Nee, der hat keinen. Der hat gar nichts irgendwie. Außer so ein Schrott, was er wahrscheinlich von mir selbst gekauft hat. Okay, die arme Sau hat nichts. Wir könnten nochmal beim Schmied anfragen. Warte mal. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Kann ich bei dir eine... Nichts, was besser wäre als deine Rüstung. Also sollten wir das lassen. Hm, schade. Gut, der hat nichts für mich. Hey, hier was? Was kannst du mir verkaufen? Was kannst du mir verkaufen? Mann, bin ich runtergekommen. Jetzt verkaufe ich meine Waffen schon an einem Paladin. Sei froh, dass du diese Ehre hast. Aber auch der hat keine Dietriche. Der hat hier so ein Zeug, aber das brauchen wir gar nicht. Nee. So, ich glaube aber da hinten war noch irgendwo einer. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist übrigens die 7. Folge, die ich heute aufnehme, ey. Ich habe schon fast keine Stimme mehr. So langsam, aber sicher wird Zeit, dass ich mal zur Ruhe komme. Den ganzen Tag wirklich aufgenommen. Immer noch Hunger? Nein. Kriegst nix. So, da vorne. Du, Waffenknecht. Nee, der Waffenknecht hat nix. Ja, okay. Ich glaube, das war's dann. Es sei denn, hier ist vielleicht noch einer. Warte mal. Brutus. Hey, you. Ich will stärker werden. Du kannst mir eh nichts mehr beibringen, oder? Aber ich probier's mal. Ich will stärker werden. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Ach, Mano. Ich weiß, ihr habt mir auch Tricks verraten, wie ich stärker werden kann, wie ich noch stärker werden kann. Das werde ich auch demnächst mal in Angriff nehmen. Indem er einfach ein paar Sachen nimmt, wie man schlechter wird, also weniger Stärke bekommt. Dann kann man nämlich wieder trainieren. Mich brauchst du das nicht. Und dann kann man natürlich auch noch diese Tafeln nutzen und Äpfel essen und was weiß ich alles. So, wir gehen hoch, wir gehen schlafen, bevor wir wieder auf die Reise gehen. So, das ist wieder dieser verbackte Raum. Aber das ist egal, das Bett wird schon funktionieren. Dietriche haben wir, glaube ich, 24 Stück. Naja gut, das sollte jetzt erstmal reichen für ein paar Truhen. Man könnte theoretisch auch vor jeder Truhe abspeichern. Müsste rein theoretisch funktionieren. Für Innos! Für Innos! Jawohl, Kamerad! So, jetzt geht's zum nächsten Drachen. Der Aufenthalt hier in der Burg war nur sehr kurz. Und das heißt aber auch, dass wir jetzt wieder zu den Orks müssen, die uns den Weg versperren. Oder warte mal, vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Ich schau gerade mal. Ich bleib mal hier oben stehen, jetzt mach mal die Karte auf. So, wir sind da. Was sind da mit den X markiert? Was war denn das? Warum ist denn das markiert? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Hahaha, Kryo wieder. Scheiße. Ist egal. So, wo war denn der erste Drache? Der Drache, wo wir eben gerade waren. Selbst das kriege ich nicht mehr so genau hin. Das ist sehr schwierig. Wir müssen einfach diesem Plus da folgen. Das zweite X unten in der Mitte könnte es sein. Komm, wir müssen ohne Karte laufen. Es nutzt nichts. Aber das heißt auch, ich speichere nochmal schnell ab hier. Bevor mich jetzt die Orks umbringen. Ihr wisst ja, wie schnell das geht. Springen wir mal hier runter. So, und da ist schon die erste Ork-Mannschaft. Da brauche ich schon wieder die ersten 5 Heiltränke. Oder ich verwandle mich. Warte mal, was habe ich denn noch? Habe ich noch einen Lurker? Ja, wir hätten jetzt mal nach Verwandlungsrollen schauen sollen. Die brauche ich ja auch oft hier, ne? Obwohl ich ja sowieso früher oder später vorhabe, alle Orks hier noch umzubringen. Schlaf, Dämonenbeschwörung, Skelett, Golem erwecken. Eine Verwandlung, Lurker. Okay, ich nehme es einfach mal. Warte mal, setzen wir das mal auf die 9. Schon wieder
Jetzt laufen wir die Wachen hinterher, ey. Ich bin so weich, bin ich in der Birne. Die Orks machen mir jetzt nichts, verstehst du? Mitten in der Burg, schön verwandelt, ey. Alter, ich bin so fertig, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wir gehen aber auf jeden Fall weiter. Wir gehen auf jeden Fall weiter. So, die Wachen. Ja, die haben abgelassen, ey. Ich verwandle mich da in eine Burg, ey. Und die Wachen schießen direkt auf mich. So ein Hohlroller, dieser Kryo. Aber ist ja auch irgendwie lustig, ne? So, jetzt gehen wir mal da über den Fluss und hoffen wir mal. Beziehungsweise da ist auch eine Brücke. Nicht, dass ich mich da aus Versehen zurückverwandle oder so, wenn ich dann anfange zu schwimmen. Ja, zurückverwandeln tue ich mich nicht, aber stolpern. Wir können mal gucken, wie viele Orks hier sind. So, das sind zwei, die kriegen wir. Ich denke, zwei sind nicht so schwierig. Das müssten wir schaffen, relativ problemlos. Bei drei wird es dann langsam kritisch. Und bei vier, no chance. Im Prinzip müssen wir jetzt zu dieser Stelle, wo wir eben gerade schon waren. Also nicht ganz dahin, aber zurück auf diesen Berg. Und von da aus gibt es wahrscheinlich einen besseren Weg, aber von da aus kann man dann unten ins Wasser springen. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Drachen. Zumindest in der Theorie stelle ich mir das so vor. Ich laufe da jetzt einfach mal durch. Die machen ja als Lurker verwandelt nichts. So, da geht's hoch, ne? Genau. So, hier hoch. Und dann sind wir auch ruckzuck wieder da. Ich bleib, wie gesagt, mal als Lurker verwandelt. Ich glaube, da vorne sind noch welche von diesen nächsten Menschen. Die tun uns ja auch nichts, wenn wir als Tier hier rumlaufen. Und diese Verwandlung ist unendlich lang, bis wir auf die Enter-Taste drücken. Ist übrigens auch so ein bisschen bescheuert gemacht. Ich weiß nicht, wenn ihr das Let's Play schon länger verfolgt, ich habe schon mal eine Folge gemacht, da habe ich mich verwandelt. Und dann wusste ich nicht, wie man sich zurückverwandelt. Und das war so eine Kacke. Dabei musst du einfach nur auf Enter drücken. Ja, woher willst du das wissen, ey? Woher soll man das als normalsterblicher Mensch wissen? So, da vorne, wenn wir jetzt hier links abbiegen, kommen wir zu der Stelle, wo wir eben gerade angefangen haben. Ich biege jetzt aber hier rechts ab. Und da kommen wir zu den Echsenmenschen. Zu den Echsenwesen. Ich glaube, die tun uns nichts verwandelt. Nee. Das sind auch zu viele. Hier sind drei Stück. Das sind vier, fünf. Alter, das schaffen wir nicht. So, da vorne wohnt der nächste Drache. Hier, direkt vor uns. Das ist natürlich die große Frage. Ah, wir können da... Können wir da ins Wasser springen? Ich glaube, wir können. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich bin zu nah dran, die sehen mich hier. Also dann hätte ich jetzt einen dir auf die Rübe gehauen. Und da ist auch wieder so ein Golem. Was heißt wieder? Immer noch wahrscheinlich. Okay. So, warte mal. Kommen wir da rein oder ist das irgendwie giftig? Ich mache mal Folgendes. Wir können jetzt gar nicht speichern, glaube ich. Ich kann verwandelt als Lurker nicht speichern. Ach, das ist eine Scheiße. Hallo? Hallo? Sir? Sir Lurker? Der schwimmt nicht. Leute, der schwimmt nicht. Das ist ja ganz großes Kino hier. Oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Der schwimmt nicht. Ich drücke auf die Taste, das könnt ihr mir glauben. Ich drücke auch nicht auf die falsche oder so. Ihr seht es, guck mal, der bewegt sich hier. Entweder ich bin da irgendwie gerade eingeklemmt oder der Lurker ist so ein bisschen wasserscheu. Ich glaube, ich hätte mich vorher zurückverwandeln sollen. Okay, so funktioniert es also nicht. Wir können aber laden, da sind wir wieder bei der Burg. Okay, das heißt, was haben wir daraus gelernt? Wir müssen vorher, beziehungsweise, warte mal, ich habe Quicksave gemacht. Wir müssen also, bevor wir da ins Wasser springen, uns wieder zurückverwandeln. Ansonsten kriegen wir Probleme, weil der Lurker dann doch irgendwie nicht ganz so gut schwimmen kann. Und das machen wir in der nächsten Folge. Also mach's gut, bis dann.